Na schön, dann glaube ich, haben wir zufällig Fähigkeitspunkte, die ich ausgeben könnte? Ganz genau. Werteknoten verbessern die Grundwerte. Fähigkeitsknoten schalten Fähigkeiten frei. Gesamtstärke. Fähigkeitsknoten, Gesamtstärke. Je höher deine Stärke, desto mehr gewappnet kommende Herausforderungen. Nahkampf. Schleichen. Fernkampf. Ich würde sagen, ne, bis jetzt ist Nahkampf mein Style. Nahkampfwiderstand. Fähigkeitenschaden, was auch immer das genau bedeutet. Aber wir werden stark wie eine Wüstenwollmaus. Und die sind bekanntlich die stärksten Wirbeltiere auf ihre Körpergröße hochgerechnet. Zumindest in meiner kleinen Fantasiewelt. Wo ist denn eigentlich? Ich habe doch bestimmt Equipment, das ich gar nicht mehr brauche, zum Beispiel. Kann ich das irgendwie zerlegen oder muss ich das verkaufen? Hä? Mein, hier, das zum Beispiel. Was mache ich damit? Werte, Details, vergleichen? Oder behält man das einfach? Das sammelt man so. Hat das einen Gewichtswert? Sieht nicht so aus. Na, dann sammle ich das einfach mal alles so zusammen. Ist okay. So, jetzt haben wir hier zwei Quests. Entweder Familienangelegenheiten, Teil von Schlacht um den Nordwege. Beides, okay. Aber kehrt heim, Zorn Ziehvaters zu stellen. Okay, Gunnar, ja, ja. Oder lebhafter Vision geplagt. Die örtliche Seherin, das klingt sehr viel interessanter. Wir haben immerhin voll die Halluzination. Person, 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 Person. Tutorial. Kennt ihr das, dass ihr in solche Menüs geht, nur um diese kleinen Ausrufezeichen wegzukriegen? Na gut, wo bitte... Aha, jetzt weiß ich nicht, welche Quest welches, weil ich beide aktiviert habe. Dann lassen wir uns überraschen. Ne, warte mal, die ist weit weg und die ist gleich ums Eck. Dann gehen wir zu der, die gleich ums Eck ist. Hä? Hä? Ach so, falscher Marker. Hä? Spinne ich jetzt? Wird mir zufällig einfach nur mein Haupthaus? Ja, wenn ich mich entferne, ich verstehe. Okay, dann ist schon gut. Dann muss ich ja jetzt doch nochmal zu den Quests, weil dann würde ich gern wissen, wo die andere ist. Weil die eine ist doch weiter weg, als ich dachte. Und die andere ist gleich hier. Ja, genau, okay, dann. Gut, dass ich geguckt habe. Apropos, mein Adler kann mir ja jetzt quasi auch sagen, wenn es hier irgendwas Wichtiges gibt. Hier kann man schmieden und hier, was ist das? Unendlichkeit. Ich glaube, ich markiere das mal und dann schauen wir uns das mal an. Hier ist die Trink-Challenge, Händler, Schiff. Okay. Ich meine, vielleicht gehört das auch so, dass die Trink-Challenge nicht abgeschlossen wird. Bei dem anderen habe ich halt ein Häkchen, weil ich da die Karte schon gewonnen habe, also diesen Göttersegen. Das würde schon Sinn machen, dass das vielleicht Absicht ist. Und das Trinken einfach so eine Betätigung ist, die ich immer wieder machen kann, aus irgendeinem Grund. Warum auch nicht. So, was ist jetzt hier? Nix. Die Person. Was ist, wer bist du? Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Ach, hier kann ich mich tätowieren lassen. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Frisieren und tätowieren. Passe Aussehen von Eivor in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an. Okay. Mein Gott, so um die Augen rum tätowieren, das muss wehtun. Ich glaube, das will ich nicht. Hier machen wir so ein Tuvok-Tribal, oder? Rumpf. Hier, Skelettgerippe. Tätowieren wir uns ordentlich voll. Jörmungand oder Hel-Symbol? Hel-Symbol. Passt zu unserem Torso, ne? Aber da mache ich auf der anderen Seite, damit es ein bisschen interessanter wird hier. Jörg Mundang. Rücken.
Eigentlich müssten wir Heal-Symbol nehmen, passend zu unserem Vorderding. Nehmen wir vielleicht überall Heal-Symbol? Gibt's auch im Gesicht eigentlich ein Heal-Symbol? Dann machen wir das volle Heal-Set. Senua wäre stolz auf uns. Warte mal, ich glaube eher nicht, dass die stolz wäre. Ich glaube, die findet Heal ziemlich scheiße, Senua. Die will da gar nicht hin, die muss. Na gut, okay. Heal-Set aktiviert. So, klassisches Haar blond. Klassisches Haar hellbraun, dunkel, rasiert. Klassisches Haar rot. Ich schätze mal, da schaltet man erst noch neue Frisuren frei, oder? Weil dann ist mir das aktuell jetzt mit den Haaren relativ wurscht. Weil die finde ich alle nicht super. Ich wollte nur gerade sagen, man dreht sie sich endlich wieder um, damit man sie wieder von vorn sehen kann. Aber ist mir jetzt echt, die Haare sind mir wurscht. Okay. Gut, dann sind wir fertig tätowiert, ne? Gut. Sonst noch etwas? Weiß nicht, ich glaube, wir fusionieren gleich. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Was für eine natürliche Position für ein Gespräch. Ich glaube, sie haben die Wikinger früher geredet, wenn sie Geschäfte gemacht haben. Ah, er hat mich geküsst. Naja, nicht ganz, aber es ist schon ein sehr intensiv romantischer Moment zwischen den beiden. Oh, oh. Ja, wie jetzt? Er weiß nicht so recht. Ich meine, unser Charakter ist ziemlich kühl, ne? Nicht direkt abweisend, aber geht auch nicht mit rein. Er ist verunsichert. Er versucht es nochmal. Er startet noch. Nein, er traut sich nicht mehr. Ist okay. Ja! Ah! Oh, da ist er. Jetzt ist er verlegen. Er ist verwirrt. Er schnuppert an uns. Okay, ich glaube, ich gehe dann mal. Gut. Gut. Gut, gut. So. Hauptquest. Los geht's. War das nicht romantisch gerade? Yay! Bitteschön. Wolfsmal. Willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag. Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ein guter Schmied könnte das. Ausrüstung verbessern. Wenn du Barren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstung und Waffen damit aufwerten. Also ich kann das auf dem Feld auch schon aufwerten, aber er kann es nochmal aufwerten, oder wie? Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte Aussehen verändern, verbessern. Oh, ich verstehe. Aha, aber dann kann ich die wiederum auch noch weiter besser hochwerten mit meinem Leder und meinem Metall. Ich verstehe. Das ist irgendwie komisch, ne? Die haben hier quasi eine Progressionsmechanik in eine andere Progressionsmechanik reingepackt. Das ist Ubisoft-Formel, ey. Na gut. Dann los. Kann ich auch eine Vorschau haben, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist? Da unten steht zwar Vorschau, aber... Ach so, aber die Axt selber sehe ich nicht. Nur die Werte. Na, dann fangen wir an. Tada! Badam! Na dann. Wo kriege ich Runen her? Oh, ich könnte die gleich nochmal... Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich zwei graue Klötzchen. Ich habe aber nur einen braunen Brick. Brauner Brick hätte ich noch. Aber keine grauen Klötzchen. Und Pommes habe ich schon gleich gar nicht. Sushi, das könnten Sushi-Röllchen sein. Also, Ziegelsteine, Sushi-Röllchen, Pommes. Damit machen Wikinger ihre Waffen gut. Dann suchen wir danach. Das sollte reichen. Noch etwas? Lass mal sehen. Aha! Der kann noch mehr verbessern. Leider nicht unsere doppelhändige Doppelhand-Axt, oder? Doch, kann er schon.
Ja, dann. Ach so, aber dafür brauche ich drei Ziegelsteine. Der braucht Ziegelsteine, damit er meine Schuhe und meine Hosen besser macht. Ha, interessant. Der könnte theoretisch mein Cape verbessern. Nee, da sparen wir lieber die Ziegelsteine, damit er dann später unsere Axt verbessern kann. Brauchst du sonst noch etwas? Nein. Unser Charakter ist ein bisschen creepy, oder? Die sagt die was. Die steht immer da und starrt einfach nur. Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist Wie geht stark. es euch? Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, das tut mir leid zu hören. Ihr wart wie lange zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Walküria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Komm du doch jederzeit wieder. Ah, ich habe eine kleine Rune des Zorns, Waffenrune gefunden. Kann ich die jetzt einfach reinbasteln in meine Waffe? Die zwingen mich hier quasi fast dazu, dass ich hier meine neu geschmiedete Super-Axt benutze, oder? Ich meine, warum auch nicht? Weil die ist im Grunde. Nein, die ist nicht so gut wie meine zweihändige. Wie wird denn der Waffenschaden eigentlich wirklich exakt berechnet, wenn ich jetzt zwei Waffen in die Hand nehme? Frage ich mich. Was passiert, wenn ich das hier ausrüste? Weil ich kriege ja dann nicht den vollen Waffenschaden dazu. Das wäre irre, oder? Oder doch? Aber hier habe ich auch einen Angriff mit dem Schild. Angriffskraft plus. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt würde ich hier gerne mal eine Rune reinbringen. Rune! Runeplatz. Angriffskraft aktiviert. Kann ich die Runen jederzeit wieder rausnehmen, wenn ich will? Müsste man gucken. Animus. Ach so, Geschlecht ändern. Naja, gut. Warum nicht? Also ich meine, warum nicht? Aber mache ich nicht. Rohmaterial. Opale. Gibt's viel Loot? Na gut. Was nun? Ach, die nächste Aufgabe ist gleich da unten. Gehen wir jetzt zu unserem Häuptling, der uns jetzt zusammenscheißt. Darauf habe ich eigentlich schon. Also, das dachte ich, kommt jetzt schon. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Ach was. Hier empfiehlt mir das Spiel im Grunde, dass ich erstmal die andere Quest machen soll, oder? Weil dann machen wir das. Ja, dann gehen wir erst zu Valka, der Seherin. Der Gunnar. Wenn es nur so leicht wäre, oder? Komm schon, Wie Würfeln hier haben im doch niemandem Spiel. geschadet. Das Geschlecht ändern. Wird dir wahrscheinlich viel ersparen. So, wollen wir jetzt den Berg besteigen? Müssen wir das? Ich glaube, ich gehe mal dahin zu dem Aussichtspunkt. Weil der liegt auf dem Weg. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Aber hallo, ja, eben. Glaube ich. Nein, wer weiß, in 100 Jahren, vielleicht schon früher, ist das wahrscheinlich alles sehr viel leichter schon.
Wohnt die wirklich? Muss man echt irgendwie den Berg besteigen, damit man zu der Seherin kommt? Na gut, so eine gute Seherin, die braucht natürlich auch einen mysteriös versteckten Platz, ne? Sonst, wenn die einfach irgendwo in der Dorfmitte wohnt, ist das gleich gar nicht mehr so mystisch. Wie kommt denn hier das ganze Holz hoch? Was ist denn hier los? Wer hat denn hier die ganzen Fässer hochgeschleppt? Ist da ein Siegel? Wie kommt denn... Nee, das ist eine Fahne eher. Na gut, okay. Aussichtsturm da oben. Na dann. In 100 Jahren ist das relativ egal. Da bin ich voraussichtlich tot. Ja, aber die, die dann leben, nicht. Für die ist es nicht egal. Ich weiß gar nicht mehr, was hellblau war. Gold? Gold ist Gold. Gold ist Schatz. Was ist hellblau gleich nochmal? Ich schau mal hin. Das liegt eh auf dem Weg, mehr oder weniger. Diese Vögel hinten sind lustig. Ungefähr 2 Frames pro Sekunde, wenn überhaupt. Das sind halt doch diese sehr, sehr früh gerenderten 2D-Sprites. Man muss halt Leistung sparen, wo es geht. Je mehr Leistung man woanders spart, desto schöner, detaillierter kann man seine Hauptfigur zum Beispiel schon allein gestalten und sowas. Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. Aha, Eivind. Haben wir dich erwischt. Dafür klaue ich dir jetzt dein Seil. Ha! Eivind! Wach auf, oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. War das jetzt quasi hier so die Nebenquest oder so? Achso, der schlafwandelt. Soll ich ihm folgen? Ich meine, mein Missionsmarker zeigt immer noch dahin, aber... Weiß jetzt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Der Missionsmarker zeigt immer noch dahin. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Hallo? Aufwachen? Läuft jetzt gleich in die Schlucht? Ja, aber wirklich. Nein, wenn es nur irgendeine Möglichkeit gäbe, ihn aufhalten zu können. Wenn ich doch nur über einen physikalischen Körper verfügen würde, mit dem ich mit anderen physikalischen Objekten interagieren kann. Oh, okay. Und jetzt mache ich das auch, wenn ich jetzt über die Kante laufe? Gut. War mir nicht sicher. Eivind, ganz ruhig. Du hast geschlafen. Nein, ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf, ja. Aber immerhin lebst du noch. Machst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgenbach. Du bist müde, wenn du aufstehst, und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst, und schlafe, wenn du im Bett bist. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Erstens. Haben wir den gerade einfach über die Kante laufen lassen, weil wir uns gedacht haben, ach, vielleicht benutzt er die Seilrutsche, wenn nicht, ist er halt tot. Das ist schon mal nicht sehr verantwortlich. Zweitens ist diese Lösung für sein Problem, finde ich, ziemlich bescheuert. Die sinnvolle Lösung wäre hier, dass er halt der Nachtwache schiebt. Und dann ist das Problem gelöst. Dann kann er nachts, während der Wache schiebt, sich Sorgen machen. Und tagsüber schlafen. Und alle sind glücklich. Ich nehme an, irgendwer muss Nachtwache schieben. Aber gut, okay. Von mir aus sagen wir ihm dann halt einfach, dass er jetzt irgendwie... sich keine Sorgen machen soll. Und dann sagt er, wow,
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Du bist so klug. Na gut, von mir aus. Hallo, mein Problem ist, dass ich mir immer Sorgen mache. Hey, dann mach dir doch mal keine Sorgen. Oh, genial. So ungefähr war der Dialog gerade. Tja. Oh, gut. Na komm, halt dich doch da. Da drüben fest. Eivor. Tada! Im Land der 2D4-Frame-Möwen. Hä? Was zur Hölle ist denn das? Fackel tarnen, Reittier rufen, meditieren, Horn benutzen. Verrückt. Und wie tarne ich mich? Oh, wo ist Eva hin? Unglaublich. Da ist sie. Verrückt. So, wo ist jetzt der Heuwagen, der obligatorische? Ich befürchte, den gibt's gar nicht mehr. Das ist aber gemein. Aha, guckt, hier haben wir jetzt quasi verschiedene Sachen. Alles klar, Raubzüge, Artefakte, Rätsel und Reichtümer gibt's. Hey, das gefällt mir wirklich. Ich glaube, ich habe lang genug kein Assassin's Creed mehr gespielt, dass mir das wieder echt gut gefällt gerade. Ein Seil? Können wir das benutzen, um uns irgendwo abzuseilen? Wer weiß. Gehen wir zur alten Seherin da unten. 300 Meter in die Richtung. Hopp. Was sind denn das für seltsame fliegende Pinguine, die hier leben? Ich würde die gern mal genauer begutachten. Und kann ich jetzt ernsthaft dieses Abseilseil nicht irgendwie nach oben klettern, obwohl wir super Assassinen-Gene in uns haben? Anscheinend nicht, das macht sie automatisch. Ah. Ich dachte, wir können einfach was so hoch balancieren und fertig. Hallo, Pia, wie geht's? Gebacken hast du noch, das ist immer gut. Zodala. Valkas Hütte, ich komme. Kriege ich irgendwann mal noch eine Spitzhacke, damit ich das hier abbauen kann? Das sieht sehr abbaumäßig aus. Moment mal. Okay. Alles klar. Einfach draufhauen. Na dann. Aber dafür kriegen wir jetzt nur Eisenerz. Genau. Damit können wir quasi in unserem Inventar Sachen verbessern. Aber das ist nichts für einen Schmied. Ah, 30 Eisenerz. Dann könnte ich das verbessern. Muss ich echt Ausschau halten, wenn ich hier so durchs Gebirge laufe. Cool, cool. Gefällt mir. Kalt wird dir. Ich krieg hier voll die Death Stranding Vibes, wenn ich hier so durchs Gebirge laufe. Ich würde mir schon die ganze Zeit wünschen, dass das Gleichgewicht unserer Figur, die Physik unserer Figur so schön simuliert wird wie in Death Stranding. So, da ist sie. Die hat ein prunkvolleres Haus, als ich dachte. Ich dachte, ich gehe jetzt zu so einer alten kleinen Gebirgshexe in seiner kleinen Hütte irgendwo. Und dabei ist das hier so ein Palast.
Die Mäuse sind auch lustig animiert. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Blut und Gerippe und Zeugs. Lesen. Gabe für Valka. Zwei Hühner von Seinfeld. Und um ihre Ernte zu weihen, ein Schaf von Thora für den Blutsegen ihres Kindes. Blutmagie ist aber verboten, habe ich bei Dragon Age gelernt. Eine Ziege von Duck für mehr Salbe. Na dann. Hamuram. Hamuram. Valka, schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala? Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, großer Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat. In einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein. Oder ein Wahn, wegen der Kälte. Aber beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Der Seder. Dieser Animus funktioniert so ein bisschen wie der Universal-Translator aus Star Trek. Der übersetzt manche Wörter einfach aus irgendeinem Grund nicht. So wie die Klingonen komischerweise immer Kapla sagen und das übersetzt er aus irgendeinem Grund nicht, benutzen die hier auch immer so ein paar alte Wörter. Seltsam. Aber so ist er halt, der Animus. Also. Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hugar zu lösen. Und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören, doch du musst dir alles merken, was du siehst. Okay. Die Musik erinnert mich gerade ein bisschen an Witcher. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Normalerweise trinke ich nur aus Hörnern, aber okay. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Wenn wir jetzt in dieser Vision ins Bett gehen und schlafen, dann kommen wir in eine neue Vision, in der die Zeit 20 Mal langsamer läuft als normalerweise. Und dann können wir uns selber irgendwie neue Sprachen beibringen und den Nobelpreis in Physik kriegen, weil wir so viel Zeit haben. Oder so ähnlich. War das nicht so in Inception? Harvey! 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 Wandle ich unter den Toten? Ist sie gut?
Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Was geschieht hier? Die Schicksalsweberin, ne, das war die griechische Mythologie, ne? Weiß nicht, ob es bei den Wikingern sowas auch gab. Nougat-Schnitten, Bei mir ist es auch so, Abraxe, ich esse das viel zu schnell. Da lohnt es sich kaum, das schön zu machen. Ich habe vor kurzem mal Zimtschnecken gemacht. Die waren echt super lecker, aber die waren so schnell weg wieder. Kaum gebacken, schon fort. Schaue ich mir nachher auf jeden Fall an. Also wahrscheinlich eher morgen, weil der Stream dauert noch ganz lang. Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Es war nicht für dich, Harvey. Ruhig, Eivor. Ich bin es, Valka. Ich bin hier. Götter, ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Odin und die Nornir waren dort. Wirklich? Kann ich mich aber nicht erinnern. Der Ruf des Wolfes erklang. Odins Halle öffnete sich mir. Ach, das Tor, da war Odins Halle. Aber Odin hätte wir mir gar nicht... Aber gut. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte ihr deinen Ehrgeiz darstellen. Oder deine Angst. Ich sah die Tore zu Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Walhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und... wo es endet. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor. Schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten.
Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Na dann. Werden wir Sigurd wohl verraten. Zwei Fähigkeitspunkte. Bam. Mehr Kampfpower. Plus 4 schwere Schaden. Ich mache hauptsächlich schwere Angriffe, habe ich gemerkt. Insofern eine ziemlich gute Idee. Ach, was kann ich alles jederzeit zurücksetzen, wenn ich will? Interessant. So, stampfen. Gegner, wenn sie am Boden liegen, stampfen. Es ist wirklich, ne? Und die Physik ist auch wieder schön. Aber das erinnert mich wirklich sehr an Dead Space. Na gut, Dead Space Stampfer erwerben. Kann ich das jetzt jederzeit machen? Schade. Wäre schön gewesen. Jetzt könnten wir schnell reisen, was vielleicht auch eine gute Idee ist, weil hier ist wirklich... Aha, hier ist was. Ein Aussichtspunkt. Da gehen wir jetzt hin. Aber nicht mit unseren Füßen, sondern mit unseren Hufen. Das ist, glaube ich, das Pferd der Seherin, oder? Ich leime es nur kurz aus. Los geht's, Plötze! Reite wie der Wind. Düdüt. Wir gehen sprinten gleich nochmal. Irgendwie kann man sprinten und ich weiß nicht, ob das mit dem Pferd auch geht. Wobei das eh sehr schnell ist. Das ist schon in Ordnung. Aber jetzt würde ich gern wissen, wie sprinten geht. Ne? Ne? Das ist ja, wenn ich draufbleibe, eine richtige Kombo. Cool. Darf ich hier plündern, ohne dass ihr euch beschwert? Anscheinend. Na dann nehme ich mal eure Lauten und euer Silber und euren Vogelkäfig mit. Den brauchen die nicht mehr, oder? Verdammte Arschgesicht! Warum schreist du so? Eivind ist wieder abgehauen. Jedes Mal behauptet er, er hätte sich in den Bergen verlaufen. Mir reicht es jetzt. Wenn ich noch mehr Männer für ihn aufs Spiel setzen muss, wird er gebrandmarkt und ausgestoßen. Eivind, der Sohn von Gunnars Schwester, wenn ich mich recht entsinne. Leg das Eisen noch nicht ins Feuer. Ich suche nach ihm. Dieses verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen. Haben wir den nicht schon? War das nicht der Schlafwandler? Nee, keine Ahnung. Ich plündere hier mal Zeug. Komm zurück, oder du wirst als Verräter gebrandmarkt. Wo ist denn jetzt der Aussichtspunkt, der hier angeblich sein soll? Bitte. Ich muss mal kurz hier im Codex nochmal was anklicken. So. Der ist schon noch hier. Er müsste irgendwie dort so sein. Willst du ausgestoßen werden? Das ist deine letzte Warnung. Da oben? Oder wie? Ja, komm, hier, da. Jawohl. Und jetzt an das Seil da oben. Nein? Hä? Warum denn nicht? Mach doch. Okay, na gut. Eine Truhe. Yes. Nahrung wäre da drin. Okay, kann ich schon was verbessern eventuell jetzt? Ja, aber leider nicht die Axt, Mensch. Wie viel brauche ich denn da noch? Ich brauche 30. Sehe ich irgendwo, wie viel ich habe eigentlich? Hier nicht, ne? Schade eigentlich. Naja, okay. Spare ich noch ein bisschen. Und das ist jetzt der Aussichtspunkt, oder was ist los? Oder Artefakt, oder was auch immer mir da eigentlich angezeigt wird. Da steht auch gar nichts dabei. Das ist einfach nur ein Ortsmarker. Jetzt verstehe ich, dass der Ort hier heißt quasi Selling Ausblick, aber der ganze Ort ist dieser Ausblick. Okay, okay. Ich verstehe. Dann ist das gut. Aber dann trotzdem cool, dass ich zufällig die Ressourcen gefunden habe. Das Arschgesicht ist schon wieder abgehauen.
Na gut, dann können wir jetzt von mir aus wirklich ins Dorf schnell reisen. Weil hier in der Gegend ist scheinbar jetzt eh nichts Interessantes. Das wirklich Interessante ist hier hinten eher. Kann ich auch zu schnell... Ja, kann ich auch schnell reisen zu Aussichtspunkten. Das ist gut. Könnte man hier jederzeit wieder hinkommen, wenn man will. Sehr gut. Die Animus-Ladesequenzen sind auch schon seit Assassin's Creed gibt gleich, ne? Aber warum auch nicht? Da kann ich meine ganze Ausdauerleiste weghacken mit zwei Äxten, wenn ich will. Mit einem Finisher sogar. Das ist cool. Das muss ich mal testen bei einem Gegner. Hallo. Muscles Golem oder so. Genau, die läuft sogar noch über Mitternacht hinaus, voraussichtlich. Außer ich schlafe voll ein oder so währenddessen. So, dann gehen wir jetzt rein. Ach so, muss ich mit ihr reden erst nochmal. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Hätte ich jetzt echt nicht mehr zu der Seherin gehen können, wenn ich gleich zu ihm gegangen wäre, oder wie? Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Abraxe, dankeschön. Mehr Hündchen fürs Glas. Yippie. Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. So viele Korgis. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Wann kriege ich meine Assassinenklinge? Das ist die einzige Frage, die ich mir gerade stelle. Das frage ich mich wirklich, wie das da jetzt reingesponnen wird in die Story. Da bin ich gespannt, wann das den Spin zum Assassinenkult und so weiter macht. Aber schauen wir mal. Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann. Sigurd ist zurück
unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Sigurd, bringen wir es hinter uns. Jetzt gehen wir hin und erdolchen ihn von hinten, oder? Dann haben wir ihn verraten. Dann ist die Prophezeiung erfüllt. Dann können wir wieder ruhig schlafen. Würde ich sagen. Hilft ja nichts. Seinem Schicksal kann man nicht entfliehen. Los geht's. Seid vorsichtig damit! Elva! Sigurd! Sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, was im... Und Heitern, in Niklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Elber, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden... Alle fusionieren! Sie sagten uns, so. Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Mein Sohn! Willkommen zu Hause! Ach, Vater! Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm. Brot und Miet. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Das hatte gerade so ein bisschen sinister Unterton, oder? Ich habe was Besonderes für dich. Randvi, Eivor! Hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. Drei Winter sind wir verheiratet und zwei davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen?
Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Ich glaube, es gibt Schlimmeres als Metatem, oder? Das klingt gar nicht so unangenehm. Heitam, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du kein Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Aia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Bassim. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Thornberg nach über zwei Wintern möge ich am Ende mettrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink! Du würdest selbst Thor beschämen. Ob trinken oder atmen, du machst aus allem einen Wettkampf, Bruder. Ich muss immer gewappnet sein. Wohl wahr. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Bassim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Fast ein bisschen lame. Ich hab mir da eine spannendere Geschichte vorgestellt, wie das Assassinentum zu den Wikingern kommen soll. Das ist fast ein bisschen. Aber ich meine, wenigstens ein bisschen logisch auch. Aber ich dachte da, ne, da kommt ein. Naja, gut. Heitam scheint gar nicht erfreut. Bin ich dieses Geschenkes nicht würdig?
Das ist es nicht, Eivor. Es geht um die Zuwendung zu unserem Credo und die Ausbildung. Alter, bitte. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schneide kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Also, ich habe eine Frage. Wenn die jetzt einfach dieses Ding verkehrt rum an ihren Arm anbringt, wie Wolverine, warum funktioniert dann der Mechanismus trotzdem, wenn sie so macht? Weil ich meine, müsste nicht irgendwie, ich dachte immer, hier wäre irgendwie so ein Knopf oder so, den man dann so drückt oder ne, irgendein Mechanismus. Warum funktioniert das hier genauso wie, das machst du? Schwierig. Tja. Euer Clan, hat der einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben können. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Ja? Ach so, falsche Puppe. Naja, gut. Wunderbar. Noch nie sah ich eine so scharfe... Aber nicht sehr stealthy. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Ein guter Versuch. Greif dieses von der Kante aus an. Perfekt getroffen. Das sind aber sehr gute Puppen, die hier aufgestellt haben. Eine Herausforderung. Spring von oben auf das Ziel. Ja, ganz genau so. Somit ist deine Assassinen-Ausbildung beendet. Herzlichen Glückwunsch. Du gehörst jetzt zu unserem super fancy Geheimorden. Sehr gut. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du fühlst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Er hat die anderen Puppen wieder aufgestellt. Wie ist die wieder da hochgekommen? Das ist ein bisschen creepy hier. Okay, gehen wir lieber. Die Puppen machen mir Angst. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Zünd mich bitte nicht an. Gebildet sind sie auch. Freund. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen. Wenn die Zeit reicht. Ups. Ja, und jetzt? Sprich mit Sigmar am Hafen. Ich würde gern. Okay. Oh, wie habe ich diesen Geruch Sigurd vermisst? Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als der Familie. Der Kantenmaler, stimmt. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so.
Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Ich meine, wenn uns die beiden Assassinen da helfen, ne, und die nur halb so fähig sind wie alle unsere bisherigen Assassin's Creed-Protagonisten, dann können die, glaube ich, für uns alleine das feindliche Lager ausräumen, wenn die wollen. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Du irrst dich! Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich! Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Zwei Fertigkeitspunkte. Bling, bling, bling. So. Mehr Gesundheit. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Entweder Weg des Bären verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Bären passen, ein Bonus. Die zu Bären passen. Wie muss ich mir das vorstellen? Okay, auf jeden Fall mehr Angriff, mehr Betäuben, mehr kritische Chance, mehr Block, mehr Rüstung, mehr Ausweichen, weniger Gewicht. Oder Nahkampf. Ich meine, der Weg des Bären. Dafür kriege ich den perfekten Angriff. Drücke R1 erneut, während du die Waffe schwingst, um beim nächsten Treffer mehr Schaden anzurichten. Oder Paradeschlag. Paradeschlag interessiert mich nicht. Der Skillbaum ist echt ein bisschen crazy, oder? Das ist schon ein bisschen crazy. Händewechsel. Das ist, glaube ich, unter Umständen ganz interessant, ne? Je nachdem, welche Waffe man... Ist halt jetzt wirklich... Dann müsste ich mich auf zweihändige... Also Zweihandwaffenkampf spezialisieren, damit das Sinn macht. Und was haben wir hier? Adrenalinverbesserung. Ich weiß noch gar nicht, was das ist. Leichte Bogenkombo. Ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal hier die Ausrüstung, der Weg des Bären. Nein, ich weiß nicht, was ein Bär ist. Insofern nehme ich einfach mal mehr Nahkampfschaden, das kann man immer brauchen. Ups, ich habe mich verdrückt. Ich wollte ihn gern assassinieren. Seid ihr böse? Willkommen zurück, Wolfsmal. Das ist gerade ein bisschen komisch. Und jetzt könnte ich bei dem Ganzen mal handeln. Wo wir gerade überfallen werden oder so? Mehr brauche ich gerade nicht. Gut. Komm jederzeit wieder. Okay, klar. Ich muss nur schnell Leute in unserem Dorf töten, die uns hier gerade angreifen. Aber dann komme ich gern wieder. Tschö. Viel Spaß noch. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Warum stehen hier einfach irgendwelche Leute rum? Als wäre nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Na gut, Tekla. Ich trinke dich unter den Tisch. Was? Ich glaube, die ganzen NPCs sollten hier nicht sein, oder? Hallo, Tekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ich glaube... Nee, Tekla, es ist gerade ungünstig. Nicht so leicht, wie die Axt zu schwingen, was? Das ist ziemlich kaputt hier gerade. Die will mit mir ein Saufspiel spielen. Die tanzen hier, obwohl es keine Musik gibt. Und währenddessen werden wir
Also hier stimmt doch irgendwas ganz und gar nicht. Oder? Warum kann ich nicht mit denen reden? Ich habe gerade jemanden in unserem Dorf gefunden und überfallen. Und getötet und so weiter. Das stimmt doch was nicht. Aber hier sind nur die Trainingspuppen. Wartet mal, wo muss ich denn hin? Achso, finde und töte alle Späher. Na gut, okay. Dann suche ich mal alle Späher. Genau, hier war der erste, oder? Man sollte meinen, die anderen wären in der Nähe oder so, aber irgendwie bin ich jetzt unsicher. Okay, gibt sonst keine Späher mehr. Mission beendet. Doch gespielt. Muss echt mal kurz auf die Karte schauen. Wird mir das irgendwo irgendwie angezeigt? Hier oben. Aber nicht auf dem Radar, ne? Dann mache ich mir hier mal irgendwie eine Markierung dahinter oder so. Damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Ach so, könnte ich jetzt theoretisch mit meinem Raben nach dem suchen? Ah, hier ist, glaube ich, das markierte Gebiet quasi für mich zu sehen. Okay, Rabe ist gut. Und hier ist das Lager. Gut, Rabe. Dankeschön. Warum ich keinen Alarm schlage und warum alle so cool sind und warum die ohne Musik tanzen und warum irgendwie, ne, als wäre nichts. Oder ist das so ganz normal, kommen da quasi jeden zweiten Tag feindliche Späher, die dann wieder von irgendwem umgebracht werden? Man weiß es nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei. Tja. Sjöd, wie ist Anweisung? Sag mir, was du siehst und wie viele. Schiffe, Krieger, Vorräte. Vermerke auch Besuche von Jarls und andere wichtige Leute. Bringe in Erfahrung, was du herausgefunden hast und erstatte mir sofort Bericht. Ey, aber das ist auch irgendwie ein bisschen komisch inszeniert alles, finde ich, oder? Dass da einer von denen einfach so durch unser Dorf geht, als wäre nix. Und Sigurd muss davon erfahren. Tja, na gut, okay. Dann gehen wir jetzt schnell zu Sigurd. Und ich suche währenddessen irgendwie die Sprinten-Taste. Vielleicht finde ich sie ja doch nochmal. Oder auch nicht. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Jyotvi stärker. Ich spreche. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netherfall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitern wird das Gebiet absuchen.
Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht, aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Okay, und jetzt segeln wir los, oder? Wie gesagt, wenn der Assassinenkerl nur halb so viel drauf hat, wie man das so gewöhnt ist von Assassinen, dann macht er eh alles alleine. Okay, spielen wir hier. Ich weiß nicht, wie lange der Einstieg hier dauert, weil das ist ja doch eine ziemlich große Karte, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon empfohlene Stärke 280... Vielleicht kommt man auch später wieder hierher zurück. Ah, ich verstehe schon. Eskaliert jetzt alles und wir müssen fliehen oder so. Und deswegen geht's nach England. Na, keine Ahnung. Wer weiß. Machen wir weiter mit der Hauptstory. Los geht's. Bevor wir uns hier umschauen, segeln wir los. Meine Figur kann die Führung nicht übernehmen, weil der im Weg steht. So, jetzt aber. Verschwinden wir von hier. Lustig. Ja, ich bin, ne? Schauen wir mal. Oder ich verstehe, unser Bruder führt uns jetzt in eine Falle oder sowas in der Art. Ach, was weiß ich. Ja, wir können losrudern. Dann lenke ich das Boot wohl manuell, schätze ich mal. Geschichten. Was ist los? Was ist los? Als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Nein, nicht zur Kartenmaskierung. Maskierung. Meinem Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich. Rechtzeitig und mit jenen, die ich liebe und vermisst habe. Wartet mal ganz kurz. Damit das Boot richtig funktioniert, muss ich, glaube ich, meine Markierung löschen. Genau. Und dann kann ich wahrscheinlich Richtung Hauptquest fahren, oder? Nee. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Zum Questziel gehen. Jetzt funktioniert's, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Unser Schiff macht gerade sehr komische Sachen. Aber ich lasse es mal einmal im Kreis drehen. Ist immer gut. Und dann so. Und so eine kleine Pirouette muss schon mal sein. Dieses automatische Steuern des Schiffs ist interessant. Muss man schon sagen. Ist auch irgendwie witzig, dass unser Heimatdorf ungefähr nicht mal einen Kilometer von dem bösen Superbossdorf liegt. Wo man mal schnell in 2 Minuten drüber segeln kann. Aber das ist bestimmt nur der Animus, der alle unwichtigen Erinnerungen einfach ausblendet. Das ist schon ganz cool, ne? Mit diesem Animus ist denen so ein erzählerischer Kniff gelungen. Kann man einfach ganz viel erklären.
Ach, dammit. Ich habe vergessen, wie die Kampfsteuerung geht. Aber ich kann ganz gut hacken. Diese Hack-Dauerattacke ist gar nicht schlecht. Ups, Entschuldigung, Freund. Ah, Hilfe! Ich brenne irgendwie. Muss ich mich im Schnee wälzen? Das gibt's ja nicht. Hör auf zu brennen. Vielleicht sollte ich ins Wasser gehen. Okay, da oben gibt es einen Schatz. 100 Meter von hier, den holen wir schnell. Vielleicht ist es eine coole Waffe oder so. Oh Gott, die Bogenschützen schießen ihre eigenen Zäune kaputt. Ah, ich glaube, ich habe die Sprinten-Taste gefunden. Hat der gerade irgendwie sein Schild nach mir geworfen? Oh nein, ich bin tot. Ah, jetzt bin ich ganz raus, ne? Am Anfang, bei den ersten Plünderungen, hatte ich das Kampfsystem schon internalisiert. Aber jetzt, nach so viel Dialogen, muss ich erst wieder auf Viereck ausweichen. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Auf Viereck ausweichen. Okay, ich bin wieder da. Los geht's. Nein, wo sind denn wir jetzt? Achso, okay, das geht schon noch. Au, kannst du jetzt aufhören? Mann, ey. Jetzt brenne ich schon wieder. Das war schon beim letzten Mal nicht gut. Mann, ey, brennen ist echt krass, ne? Das hat mir die Dreiviertel der Energieleiste mindestens geraubt. Da muss man echt aufpassen. Mit Feuer versteht das Spiel keinen Spaß. Jetzt brenne ich schon wieder. Warum eigentlich? Come on. Was ist mit dir eigentlich? Aha, jetzt. Ich habe ihn erwischt. Ich soll irgendwelche Wagen zerstören. Ich weiß nicht mal genau, von was die reden. Ich bringe einfach mal alle um. Dann können wir in Ruhe immer noch alles zerstören. Ich glaube, genau der Wagen, oder? Warte mal. Bam! Das ist magisches Superfeuer, das nur dem Bösen wehtut. Tatsächlich, die werfen ihre Schilde. Das ist irgendwie cool. Aber deswegen ist er jetzt trotzdem tot. Come on.
Ich würde gern weiterkämpfen. Bitte. Ich habe Angst, dass jetzt gleich die Cutscene endet und dann bin ich tot. Nee. Na dann. Jetzt brennen wir schon wieder. Hey, was ist denn los hier? Ich weiß überhaupt nicht warum. Wo? Wieso? Wieso? Da ist kein Feuer. Nirgends brennt hier. Ich will nur gucken, ob die Leichen was zu plündern haben. Okay, jetzt ganz cool bleiben. Nicht wieder spontan selbst entzünden, bitte, Ivor. Weil jetzt brechen wir hier in die Schatzkammer. Bitte, nicht explodieren. Worst Schatzkammer ever. Guck mal, da muss man kein super Assassinenkerl sein, um da einzubrechen, oder? Naja. Buch des Wissens, neue Fähigkeit, Axtwurf. Ach was. Nanu? Fertigkeiten. Mit Hilfe von Büchern des Wissens kannst du Fertigkeiten erhalten. Fertigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für Nahkampf gedacht, andere für Fernkampf. Du kannst bis zu 8 Fähigkeiten gleichzeitig zuweisen. Wenn du zweimal das gleiche Buch des Wissens findest, wird deine bereits gelernte Fähigkeit verbessert. Halte nach Schätzen Ausschau, Klöster, Militärlager. Na gut, Axtwurf klingt irgendwie cool, oder? Machen wir mal. Schleudere Wurfäxte auf alle Gegner in Reichweite. Holy shit. Und wie? Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt wirklich? Ich würde gern wissen, ich habe das jetzt irgendwo... Oder habe ich es doch nicht ausgerüstet? Eigentlich schon, dachte ich. Ah ja. Warte mal. Ah ja, jetzt verstehe ich. Aber das ist die gleiche Taste wie mein harter Angriff. Das verstehe ich jetzt doch nicht. Aber gut, okay. Schauen wir mal. Das andere ist alles über 300 Meter weg. Dann gehe ich mal zum Missionspunkt. Ah, und dafür brauche ich jetzt mein Adrenalin quasi, ne? Ich verstehe. Das klingt cool eigentlich. So Special Moves. Finisher. Aber mal eine andere Frage. Wenn wir vorhaben, hier alles zu erobern, warum machen wir denen dann die Vorratswägen kaputt? Die könnten wir doch eigentlich gut brauchen wahrscheinlich, oder? Naja. Fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe.
Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Mit meinem ballenden Haar. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm, oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Kameraschwenk. Schwarzblende. Habe ich's doch gesagt. Böses Erwachen. Moment, das war die Quest Böses Erwachen. Ich dachte ehrlich gesagt, Böses Erwachen klingt so, als ob irgendwas Schlimmes passieren würde. Aber für uns zumindest ist nichts Schlimmes passiert. Nur für unsere Feinde. Wo gehen denn die Linien eigentlich hin? Warum kann ich das nicht lernen? Das sieht so aus, als könnte ich es lernen. Hm. Oh, warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Was habe ich getan? Lass dich vom Schicksal leiten. Alle nicht verbrauchten Fähigkeitspunkte werden automatisch verteilt. Nein! Lüb. Wobei mehr Fernkampfschaden, ich benutze den Bogen tatsächlich schon auch gerne. Muss ich zugeben. Aber trotzdem, was haben wir denn hier? Schleichangriffsschaden? Nahkampfwiderstand. Leichter Schaden. Ist mir lieber. Ich werde so ein Brawler einfach. Wir brawlen uns hier mit unserer Ivy einfach durch die Gegend wie sonst noch was. Alles wird weggebrawlt, was nicht irgendwie schwere Plattenpanzer trägt. Gab's 800 schon schwere Plattenpanzer oder 900? Ich glaube eher nicht. Ist hier ein Prügelturnier. Ich nehme es wieder allen auf. So. Genug geprügelt. Wo müssen wir denn hin da lang? Nanu, wer schwebt denn da? Ah, jetzt schwebt er nicht mehr. Na gut. Hallo? Wo muss ich da hoch? Muss ich hochklettern? Ist hier eine Leiter? Ja, nehmen wir die. Warum sind wir eigentlich so eine crazy super Parkour-Klettererin? Ist das einfach so bei Wikingern? Oder haben wir doch Assassinen-Gene? Und deswegen mag uns auch der Chef von den Assassinenkerlen so. Weil er das weiß, dass sich in Wirklichkeit die Ahnen, nee, die Nachfahren eines uralten Assassinen Altair bin. Oder so. Wer weiß, wer weiß. Aber bevor wir jetzt hier mit unserem Bruder sprechen, machen wir mal ganz kurz Pause, schnell 10 Minuten Pause. Ich bin gleich wieder da und dann machen wir weiter. Das Spiel gefällt mir echt ganz gut und ich würde das gerne noch ein bisschen weiterspielen, aber zumindest Final Fantasy 7 hätte ich mir echt noch gerne angeguckt und vielleicht auch Spider-Man. Andererseits haben wir noch genug Zeit vor uns, also müssen wir uns nicht stressen. Spielen wir noch ein bisschen Assassin's Creed weiter, aber genau, wie gesagt, kurze Pause, bis gleich. Ja, genau. Na gut. Dann geht's frisch gestärkt zurück ans Werk. Wir haben noch ein paar Leute mit unseren Äxten zu verhauen. Habe ich gehört. Was ist denn das da eigentlich für eine Anzeige unter Shop? Ist das unsere Erfahrungspunktanzeige vielleicht? Dieses hellblaue. Ach so, das sieht man im Stream gerade gar nicht. Warte mal.
Das meine ich. Vielleicht unsere Erfahrungspunkte quasi. Könnte schon sein. Könnte schon sein. Okay. Na gut, Ruhm und Drache wartet. Na dann, los geht's. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulds scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure. Und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Kjötvid ist natürlich ein Templer. Na klar. So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Ich bin schon ein bisschen gespannt, wo jetzt genau wann der Twist kommt, ne? Weil dass wir jetzt nicht dahin fahren, den töten und dann sind alle glücklich und leben zufrieden bis ans Ende ihrer Tage, ist relativ klar. Aber wer wo wann genau wen hintergeht, wer genau welche Motive hat, wer was wirklich will, werden wir erfahren. Sigurd Hurensohn, du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. That escalated quickly. Das war jetzt ein ganz schöner Zeitsprung. Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsfall, um sich an mir zu versuchen. Oh, Abraxa! Danke für den... Abo-Roundhouse-Kick. Ich rufe einen Holmgang aus! Hier! Gegen den Einbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsfall. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du hast mein Leben zerstört. Nun nehme ich deins. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Wow, der hat gerade eine Bud Spencer Ohrwatschenfeige genommen. Das hast du jetzt davon. Oh, das ist echt ein bisschen mies. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da ausweichen soll. Au. Muss ich den echt besiegen? Weil ehrlich gesagt halte ich das nicht für möglich, dass ich das schaffe. Kjötvi, der grausame Templer, ist ganz schön krass. Au. Au. Gut.
geschafft. Steh auf, Eivor. Heute ist nicht dein Tod. Assassinen-Ur-Opi. Bist du's? Nee, es war Odin. Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Cutie. Der Allvater sieht zu. Nicht der Allvater. Dann nehme ich lieber doch meine Äxte. Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Wölfe nähren. Au. Au. Au, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich gewinnen. Jetzt reiß ich mal zusammen, Hauptcharakter. Oh mein Gott. Der ist gerade ungefähr aus dem Stand 3 Meter hochgesprungen. Das war aber gerade ein Street Fighter Move, den er da gemacht hat. Au, das wollte ich absolut nicht. War gerade doof. Keine Ausdauer mehr. Oh, das hätte wahrscheinlich nicht passieren sollen. Warum ist der Kerl ungefähr 3 Meter groß und kann genauso hoch aus dem Stand springen? Das glaube ich nicht, dem Spiel. Vielleicht hätte ich mich doch mehr umsehen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Los geht's. Ich muss nur mehr tänzeln. Und vor allem mehr leichte Angriffe machen, weil sonst ist meine Ausdauer immer leer. Ist immer blöd. Ich mache zu gern harte Angriffe. Mit leichten Angriffen geht's besser. Nächste Runde. Hallo, Arista, wie geht's? Dir auch, dankeschön. Die Mütze habe ich schon länger nicht mehr. Die habe ich schon länger eingemottet. Schändlicher Trick, Wolfsmal. Du bist das Kind deines Vaters. Kann ich echt mit meinen leichten Angriffen seine Supermoves irgendwie abwehren, oder wie? Sieht so aus, nämlich. Ja, nicht alle. Hm. Na schau. Jetzt war es auf einmal ganz leicht. Man muss nur ausweichen. Und leichte Angriffe. Nicht immer nur starke. Ich kämpfte so hart, so
gebissen, um zu leben. Denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Es war so ein bisschen wie das Intro von Witcher 3 mit dem Raben gerade, nur andersrum. Rabenclan! Eure Leben sind verwirrt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore und du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben zeigt keine Gnade! Bogenschützen, Feuer! Mist, ihre Mauer ist uneinnehmbar. Ich habe alles versucht. Es sei denn... Haha! Au, 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 ich sehe nichts mehr. Uncool. Die Wurfäxte sind schon cool. Das gefällt mir. Wo kommen denn da die ganzen Pfeile bitte her? Sind das unsere Pfeile? Bleib bei mir. Es ist fast geschafft. Warum will ich denn immer auf X ausweichen, Mensch? Das nervt mich. Ich hoffe, das kriege ich bald raus. Oh, bist du auch ein Gegner? Wo kommen denn die drei bitte her? Wo sind denn die gerade gespawnt? So, der nächste bitte. Das Schloss... Ach so, ich soll die Tür öffnen. Ich kann auch aber alle alleine töten, wenn es ist. Das geht auch. Aber gut, machen wir die Tür auf. Für die, die nicht so gut klettern können. Los geht's. Alle drei, die noch draußen stehen. Warum machen sie jetzt die innere Tür auch auf? Sind die doof? Ja, ich glaube, eigentlich sollte ich einfach nur zum Haupthaus, oder? Aber es ist schon, macht schon noch Spaß, muss ich schon sagen. Ach so. Wow, wer hat mich denn da gerade angegriffen? Wer ist denn der Taubringer? Ist das ein Held? Ich will gegen ihn kämpfen. Wahrscheinlich tötet er mich jetzt. Taubringer, wo bist du? Der wollte mich doch gerade noch mit seiner Axt hauen.
Au, komm schon. Wenn der trifft, ey, verdammt. Mensch, der ist jetzt irgendwie in einer tödlichen Dauer-Kombo gefangen. Naja, dann halt so. Das war wirklich ein Held, ne? Der hat jetzt auch ein... Nee, hat er nicht. Ich dachte, der hat jetzt auch coolen Loop für uns, aber war nur ein zerbrochener Bogen. Aber hey, Taubringer ist tot. Ich esse mal schnell ein paar wilde Beeren vom Schlachtfeld. Oh, oh. Oh, wenn die Ausdauer immer ausgeht. Ich brauche mehr Ausdauer. So, jetzt aber. Was denn? Was machst du denn? Da kann man offensichtlich rüberspringen, ey, boah. Los jetzt. Ja, na also. Du gehörst zu Odin. Habe ich gerade mit einer Superheldenlandung quasi alle um mich rum weggeschleudert. Was für krasse Odin-Zauberkräfte haben wir eigentlich? Ach, komm schon. Loot. Gut. Ach, warte mal, ich sollte das Tor öffnen, ne? Ich vergesse es immer. Das ist eine gute Idee, dann habe ich ein bisschen Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Ich hätte gern ein bisschen Heilung, ehrlich gesagt. Gute Heilung könnte ich brauchen. Ja. Schnell eine Handvoll Beeren in den Mund geschoben und weiter geht's. Ja, da sind noch ein paar. Nom 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 nom. Au. Die haben gerade die Lost Vikings Technik benutzt. Der eine hat ein Schild zum Blocken und der andere das Schwert zum Angreifen. Fehlt nur noch der mit dem roten Bart, der springen kann. Zum Glück ist der nicht dabei, sonst wär's vorbei. Ich verdrück mich dann. Ich will immer, wenn ich die Äxte werfen will. Der letzte Wurf war ja crazy. Dann schieße ich immer mit Pfeil und Bogen, weil ich ein Trottel bin. Weil ich immer die linke Schultertaste statt die rechte drücken will. Nein! Double Kill! Ich wollte meinen Freund noch retten. Aber da war es schon zu spät. Gibt es eigentlich irgendwelche wichtigen Schätze in der Nähe? Ah ja, hier ist einer, ganz nah. Den holen wir uns schon. Vielleicht gehe ich auch nochmal zurück für die, die weniger als oder knapp 100 Meter entfernt sind. Weil die sind wahrscheinlich alle hier im Dorf. Ich meine, wenn wir schon Wikinger sind, dann sollten wir auch plündern, oder? Was sollen sonst die Nachbarn denken? Brief an Gudorm, den Weisen, von Jarl Kjötvi. Ich bin Gudorm, der Weise. Du weißt, wer ich bin. Einige nennen mich den Jäger. Ich spreche im Namen meines Neffen König Harald, ein starkes, vereintes Nordwege liegt ihm am Herzen. Und darüber möchte ich mit dir reden. Ich lade dich in meine eigene große Halle ein und so weiter. Ist schon okay. Anscheinend war nicht so begeistert von der Idee. Eisenstern Reichtum erworben. Ist das jetzt eine Waffe oder was ist das? Ist das ein Artefakt? Kann man das verkaufen? Kann man das ausrüsten? Ist das so eine Art Peitsche? Morgenstern Peitsche?
Also es ist halt ein Morgenstern einfach. Cool. Warum nicht? Axt und Fliegel. Ich glaube, ich will mir jetzt die anderen Schätze hier wirklich noch schnell anschauen, weil wenn ich hier Waffen und andere coole Sachen kriege, ist das schon ziemlich cool. Ah, du bist ein Freund. Nein, bist du nicht. Hoffentlich. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur noch schnell eine von euren alten Hütten plündern. Ihr habt sicher nichts dagegen. So, hier den Wachturm. Nee. Das ist ja wirklich ganz am Anfang. Mensch, das Haus hier. Könnte man danach wahrscheinlich auch noch machen, oder? Bestimmt, aber trotzdem. Da muss ich irgendwie rein. Ah ja, ich sehe schon was. Ach ja, das ist so Videospiel, ne? Während der tobenden Schlacht, während alle sterben und einem wird nahegelegt, dass man sich beeilen muss, weil, oh, und Kampf. Geht man mal schnell hier hochklettern und darüber und dann guckt man kurz ein bisschen. Hier ist ja auch gerade alles schön ruhig, ne? Ha, aber wie komme ich jetzt hier rein? Ich meine, ich kann hier jetzt rüberklettern, aber das muss ich gar nicht eigentlich. Die Schreie machen bei mir auf den Kopfhörern gerade ganz komische Geräusche. Habe ich schon mal die Fronttür versucht eigentlich? Nee. Ich will aber da rein jetzt. Das sieht verdächtig aus. Kann ich jetzt hier irgendwie angreifen? Kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Oder? Aber vielleicht kann ich es einfach aufschießen. Genau. Okay. Das war leicht. Nein. Ja. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Nahrung habe ich schon. Ja, ein Ziegelstein. Dann können wir zu Hause irgendeine Waffe aufbessern. Cool. Ja, okay, komm, 100 Meter. 100, okay, fast 200 Meter. Aber alles, was so unter 200 ist, das grasen wir noch ab jetzt. Bevor wir zu Grom in den Tempel gehen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Hätte ich gleich von Anfang an besser gucken sollen. Nein, der Animus bricht ab. Reißt ab. Nein, okay. Animus, na gut, von mir aus. Der Animus will nicht, dass wir looten. Na dann. Böser Animus. Aber das da oben können wir uns vielleicht noch holen. Ich glaube, das liegt auf dem Weg. Gesundheit. Ist das Cthulhu? Das ist Cthulhu. Oder Odin. Eins von beiden. Die sind nah verwandt, glaube ich. Beides so große, alte... Irgendwie. Na gut, ihr schon wieder? Habe ich euch nicht schon mindestens zweimal jetzt umgebracht? Hey, ich mag den Streitkolben da, also den Flegel, den wir da gerade bekommen haben. Der hat ja eine Mörderreichweite. Vielleicht sollte ich den sogar mal primär zu meiner Waffe machen. Oh nein, er ist umgefallen. Wenn man hier mal ein bisschen länger rumläuft, dann merkt man, dass hier die
Also der Kampf alles andere als natürlich entsteht. Die Orte, wo gekämpft wird, sind quasi sogar gescriptet und vorgegeben. Die Kämpfer werden wahrscheinlich einfach, wenn ich mich nähere, geladen. Weil ich jetzt so weit weg war, wurden die einfach wieder neu geladen. Genau an den gleichen Stellen, genau die gleichen Kämpfe, genau die gleichen Situationen. Aber hey, wäre ich nicht so weit weggelaufen, hätte die Illusion funktioniert, dass hier ein dynamischer Kampf stattfindet. Ja, ich bin nicht mehr willkommen. Was habe ich denn getan, um das zu verdienen? Okay, ich glaube, der Schatz, den wir suchen, ist woanders, ne? Das Spiel sagt mir sogar, ich soll die Rabenperspektive benutzen, sagt mir dann, aber nein, du kannst keine Rabenperspektive benutzen. Dann müssen wir das wirklich später machen. Dann gehen wir jetzt mal in den Tempel und stellen, Gollum. Gorm, genau. Deine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du wirst nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Es sei denn, wir können gut klettern. Der Feigling Gorm flieht. Der Feigling Gorm. Vater starb heute zweimal. Angriff abgeschlossen. Kjötvis Weste. Ende gut, alles gut. So, jetzt, wenn wir schon mal hier sind, sollte ich versuchen, vielleicht noch höher zu klettern. Damit wir zu dem Durchgang da oben kommen. Zu dem Schatz. Mein Schatz. Nein, ich dachte vielleicht... Aber das geht, oder? Nein, das schafft sie auch nicht. Mist, ey. Ja! Das sieht gut aus. Jetzt geh doch hoch. Danke. Mensch, manchmal nervt mich Assassin's Creed. Okay, der Eingang ist noch weiter oben, als wir jetzt sind. Aha, da ist der. Ah, okay. Da klettere ich jetzt gerade ganz falsch. Aber grundsätzlich interessant. Wow! Kann ich da jetzt gerade wirklich nicht hin? Auch nicht, wenn ich zu Fuß hingehe? Weil interessieren würde es mich natürlich schon, welcher Schatz jetzt hier in dieser Höhle dann auf uns wartet. Ich schau mal kurz hin. Kann ja nicht schaden. Oh oh! Ich dachte schon, jetzt stürzen wir in unseren Tod. Und das wäre perfekt gewesen. Wenn ich sage, kann ja nicht schaden. Tschuuu, Batsch. Matsch. Kann schon sein, dass wir jetzt wegen der Quest noch gefangen sind, quasi. Hey, bis jetzt läuft alles so reibungslos. Wann kommt denn jetzt der große Plot-Twist? Irgendwas muss doch jetzt kommen. Aber gut, jetzt... Okay, da darf ich wirklich nicht hin. Na gut, Spiel, aber ich finde es ein bisschen gemein. Dann zeig mir doch die Symbole nicht an. Dann... ne? Oder? Eben. Stört dieser Flegel, der da an der Kette so lang hängt? Stört er nicht beim Klettern ein bisschen? Der schlägt doch beim Springen die ganze Zeit gegen unseren Knöchel. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Naja. Elgor! Wir
Eivor! Der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Jodam, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen. Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sünen. Ein andermal. Was ein andermal? Ich hätte jetzt noch die Idee gehabt, dass jetzt wellendes Langhaar-König, während wir hier waren, in Wirklichkeit unser Heimatdorf angegriffen hat oder so. Ne, dass wir uns hier gegenseitig mit dem anderen Kerl die Zähne ausbeißen und währenddessen greift er unser Haupthaus an und dann sind am Schluss seine beiden Feinde besiegt, so ungefähr. Aber inwiefern würde ich dann meinem Bruder in den Rücken fallen und so? Das passt alles nicht zusammen. Aber wir werden sehen. Aber vorher gehe ich jetzt wirklich schnell hoch in die Höhle. Aber nur schnell Höhle erkunden und dann schnurstracks weiter Hauptstory. Ich möchte nach England. Und dann schauen wir uns noch die anderen beiden Spiele an, die heute noch so auf der Liste stehen. Aber ich muss sagen, Assassin's Creed macht mir mehr Spaß, als ich dachte. Die vieljährige Assassin's Creed Pause, die ich eingelegt habe, hat mir gut getan. Weil irgendwie war das für mich schon relativ... Ich habe mich satt gespielt an Assassin's Creed und an der Ubisoft-Formel. Aber jetzt, nach einer längeren Pause, muss ich sagen, macht mir das gerade echt wieder Spaß. Das ist richtig cool. Ist jetzt für mich kein Spiel des Jahres, super geil, aber ist einfach voll gute, tolle Unterhaltung. Kann man nichts sagen. Ist wirklich einfach voll in Ordnung. Nein! Ach gut, ich dachte schon, jetzt brauche ich irgendwie Feuerzauber oder so ein Blödsinn. Aber nein, in dem Spiel, ich habe schon gelernt, einfach draufhauen. Wenn irgendwas im Weg steht, einfach draufhauen ist die Lösung. So, wir haben was Neues gelernt. Nämlich Spear! Helheims Jähzorn. Es ist in Wirklichkeit ein Spear-Tackle. Kennt jeder, der schon mal Wrestling geguckt hat. Insofern zählt hier kein Blödsinn. Drücke schnell abwechselnd L1, R1. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Na, meinetwegen. So, was können wir hier lernen? Weg des Bären schon wieder? Was sind jetzt hier Bären aus? Ich muss mal in mein Inventar schauen. Vielleicht irgendwie erkenne ich... Ah, die haben Symbole. Wolf, Rabe, Rabe. Ich verstehe. Ich habe einen Helm. Nice. Cool. Also ich habe jetzt hauptsächlich Rabe, 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 aber ich habe hier meine Waffen. Meine Waffen sind beides Bären-Symbolwaffen. Das ist gut. Sowohl der Feind... Ehrlich gesagt müsste ich eigentlich den Flegel als Hauptwaffe nutzen, weil der macht viel mehr Schaden. Und dann nehme ich Papas Axt als Nebenwaffe. Ich glaube, das macht mehr Sinn eigentlich, jetzt momentan zumindest. Zählt dann meine Rune trotzdem? Na gut, in dem Fall ist es ja nur eine Plus-Angriff-Rune. Aber wenn die jetzt irgendwie so passive Effekte haben sollten, eventuell. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich meine ja nur. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall
Wenn wir jetzt den Weg des Bären einschlagen, dürften unsere beiden Waffen jeweils stärker werden. Dann würde ich nämlich gleich zweimal den Weg des Bären machen und ziemlich coole, starke Waffen haben. Dann gehe ich noch schnell in den Kodex, damit wir die Ausrufezeichen abarbeiten. Der Harald, der König von Norwegen. Ich bin gespannt, was es mit dem auf sich hat noch. Ah, guck mal, Gegner. Der Trauerbringer. Das war der, gegen den wir gekämpft haben gerade, oder? Die Elite der Wikingerkrieger. Mit großen doppelschneidigen... Ja, ja. Wenn sie verletzt sind, wechseln sie zu wildem Gehämmer. Das habe ich gemerkt. Wie Mario in Donkey Kong damals. So, Tutorials noch schnell abklappern. Schleichen und Tarnen. Attentat. So. Alle Ausrufezeichen weg.